Hi und herzlich willkommen zur Folge 4 unseres Secret Girl Let's Plays mit der lieben Felicity und Daniela. Ja, mit den lieben Girls einfach auch, ne? So, es geht los. Wir spielen weiter und ich möchte einmal ganz kurz die Aufmerksamkeit auf meine vor sich hin sterbende Monstera richten. Vielleicht tut ihr die Aufmerksamkeit gut. Vielleicht schickt ihr alle mal ein Herz in die Kommentare oder einen lieben Aufmunterungsspruch. Denn aus irgendeinem Grund will die unbedingt sterben. Ich verstehe es nicht. Da ist gerade ein neues Blatt gekommen. Es fängt schon an zu sterben. Es ist schon ganz braun. Es ist super traurig. Also, gerne ein Herz für meine Monstera in den Chat. Gut, jetzt haben wir das Wichtigste geklärt und wir können eigentlich in die Folge starten. Was haben wir denn in der letzten Folge gemacht? Wir haben Felicity zur Arbeit begleitet und direkt eine Verbrecherin eingeknastet. Und zwar die Bürgermeisterin. Ja, vielleicht ist sie auch die Direktorin von der Highschool, aber das hat sich geändert, weil sie hat eine neue Karriere eingeschlagen. Sie ist jetzt nämlich die Bürgermeisterin. Und wir haben sie hinter Gittern gebracht. Fand sie nicht so gut, aber ja, schauen wir mal, was draus wird. Und wir werden heute auch mit der lieben Daniela mal in ihre Karriere gehen, beziehungsweise einen Arbeitstag machen vor Ort, also zu Hause meine ich damit. Vielleicht mal so einen Homeoffice-Tag, vielleicht mal gucken, wie sich das so anbietet. Ihr habt aber auch in die Kommentare geschrieben, dass ihr das cool findet, mit Felicity auf die Polizeiwache zu gehen und dass ihr gerne mehr davon sehen würdet. Das machen wir gerne. Ich habe auch einen Vorschlag für eine Mod bekommen, damit wir mit Daniela wohl auch eine aktive Karriere spielen können. Ich schaue mir die mal an. Ich habe leider noch nicht die Zeit gefunden, aber ich schaue sie mir mal an und guck mal, ob das was ist, was wir vielleicht in Zukunft auch machen könnten. Dann würde ich sagen, Monstera und ich starten direkt rein in die Folge. Ich wünsche uns allen ganz viel Spaß und let's go! Okay, also bevor wir überhaupt starten, kriegen wir einen Anruf von einem sehr attraktiven Hausarzt, der gesagt hat, wir müssen mal vorbeikommen. Ja, okay. Oh, und du? Oh mein Gott, was sind denn das für Arzthelfer, sag mal, das ist bestimmt nicht der Arzt, der selbst anruft, aber die Arzthelfer, holalala. Okay, wir kommen. 4 Uhr morgens, gehen wir zum Arzt. Ja, das ist eine wichtige Kontrolle. Ja, Leute, hat sie wirklich keine Hände, ne? Ich dachte, die sind versteckt unter dem Pulli. Ehrlich, ich dachte, die sind unter den Ärmeln versteckt, aber die sind wirklich unter den Ärmeln versteckt, weil die Ärmel so lang sind bei dem Pullover. Das ist so. Naja, wir müssen auf jeden Fall auch bald mal unsere Nachbarn kennenlernen, denn... Oh, bitte was? Ist Felicity an einer Intrauterin, naja, eine Kupferspirale halt interessiert. Naja, ungeplante Schwangerschaft, obwohl keine Verhütung zu 100% ist. Ich meine, wir müssen über Verhütung... Wo ist eigentlich mein Kaffee? Oh, ich habe ihn gefunden, Gott sei Dank. Wir müssen über Verhütung nachdenken. Verhütung ist wichtig und richtig. Wobei ich eher an Kondome gedacht hatte bei beiden. Aber sie sind jung und Felicity plant jetzt gerade eh noch keine Kinder. Dann gebe ich beiden mal die Kupferspirale. Das ist vielleicht gar nicht so unvernünftig, meine Lieben, weil ihr wisst, wie meine Let's Plays laufen, ne? Gut, jetzt sind wir ja eh schon wach. Dann kannst du jetzt auch wach bleiben und duschen. Und Daniela kann dann, wieso dauert das bei dir jetzt länger? Naja, sie kann auf jeden Fall dann mal die Post holen. Sie ist auch wieder... Das hat auch noch Geld gekostet, diese Spirale, sag mal! Wobei 120 ja noch geht, ne? Ich will auch mir eine Spirale einsetzen lassen und es ist ja so teuer. Ach du grüne Neune. So, was machen wir denn jetzt? Wir haben... Nicht so viel Spaß. Okay, schade. Auf Patrouille gehen muss sie noch machen, um befördert zu werden. In 3 Stunden wäre ihr nächster Arbeitstag. Ich lasse sie mal ein bisschen fernsehen. Und du musst auch bald arbeiten, in 2 Stunden. Ja gut, dann gehen wir heute nochmal mit Felicity mit und dann vielleicht das nächste Mal dann einen Homeoffice-Tag mit Daniela. Wo willst du lauschen? Geheimnis erfahren? Oh, kannst du von Felicity vielleicht ein Geheimnis erfahren? Ich kann sie doch bestimmt mal ein bisschen ausquetschen. Felicity ausspionieren. Sag mal, Felicity, kann es sein, dass du ein Geheimnis vor mir hast? Was? Nein, wie kommst du denn da drauf? Naja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass du mir nicht alles erzählst. Sag mal, pack das Fernglas weg. Ich erzähl dir immer alles. Naja, ich meine, du kannst mir ruhig ein Geheimnis erzählen. Ich bewahre es auch für mich. Ich finde Geheimnisse spannend. Und weißt du, ich habe so wenig Geheimnisse. Man erzählt mir immer so wenig. Ja, dann musst du dir vielleicht neue Freundinnen suchen. Ja, ich dachte mir, wir könnten später nach der Arbeit vielleicht mal bei den neuen Nachbarn klingeln. Was hältst du davon? Oh ja, neue Nachbarn, neue Freunde, super. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Das machen wir. Ja, weil, boah, ich muss jetzt mal die Glotze ausmachen. Die nervt ja voll. Oh mein Gott, wir haben ein Geheimnis erfahren. Ja, also, naja, keine Ahnung. In der Grundschule habe ich angefangen, eine wachsende Abneigung gegen Autorität zu entwickeln. Weißt du, ich war satt, mich ständig irgendwelchen Regeln zu unterwerfen. Daher habe ich angefangen, im Kunstunterricht Lamas zu zeichnen. Lamas beim Schlittschuhlaufen, Lamas beim Einkaufen und Lamas beim Feuerlöschen. Daniela, hör auf, mich auszulachen.
Nein, ich lach doch gar nicht. Erzähl weiter. Naja, meine Kunstlehrerin war sauer und trug mir auf, dass ich in Zukunft, naja, was anderes malen sollte. Und ich war noch saurer dabei. Ich war so wütend gewesen. Ich meine, wie konnte sie es wagen, in meinen kreativen Prozess einzutauchen? So, meine Mom fand das alles so toll, was ich gemalt habe. Naja, also versteckte ich die Lamas in jeder meiner folgenden Kunstwerke. Auf den ersten Blick schien das Bild dann, naja, zum Beispiel ein Regenbogen zu sein. Aber wenn man genauer hinsah, dann hat man das gesehen, dass es eine Million kleine Lamas waren innerhalb vom Regenbogen. Ich habe sogar, naja, ein extrem detailliertes Lama auf dem Boden der Vase eingeritzt, die ich im Töpferunterricht gemacht habe. Zum Glück hat nie jemand was bemerkt. Das, naja, war immer mein kleines Lama-Geheimnis, weißt du? Oh mein Gott, das ist irgendwie schräg, Felicity. Findest du? Ja, schon irgendwie ein bisschen schräg. Oh Mann, aber bitte erzähl's keinem, okay? Das wäre mir super, 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 super unangenehm. Naja, es ist schon witzig. Das kann man eigentlich schon ganz gut erzählen. Nein, bitte erzähl's nicht. Das fände ich so gemein, wenn du das erzählen würdest. Naja, es ist schon ein bisschen lustig, dass du das so gemacht hast. Oh mein Gott, Leute, wir haben jetzt auch die Bucketlist. Das ist so geil, ne? Aber nach Geheimnis hast du auch schon geschnüffelt. Kannst du dir das mit Geheimnis konfrontieren? Mach das nochmal bitte. Und da musst du das Geheimnis aber wahren, Liebes. Damit das, weil ihr seid wie Schwestern. Was bitte ihr Geheimnis? Geheimnis wahren, Gott sei Dank. Sag es bitte niemandem, Daniela. Ach ja, naja, gut, dann behalte ich es halt für mich. Ist ja in Ordnung. Oh, Gott sei Dank, danke schön. So, musst du nicht los zur Arbeit? Oh mein Gott, ja, ich muss los. Oh Gott, ich warte auf meine Beförderung. Ich muss mich beeilen, ciao. Daniela ist eigentlich echt gut drauf, ne? Dann lasse ich sie heute fleißig arbeiten. Und Felicity, wir gehen auch bald together arbeiten. Möchtest du dir vielleicht einen Punkt auf deine Bucketlist schreiben? Wir haben doch hier irgendwo einen PC. Kannst du an Danielas PC und einen Punkt auf deine Bucketlist schreiben, bitte? Und zwar ein Ziel aus Kategorie. Ich will eine Party feiern. Ich möchte ein Abenteuer erleben. Wir könnten echt eine Party feiern. Vielleicht können wir so eine WG-Party schmeißen. Das fände ich cool. Lass uns eines der schönsten Familientreffen aller Zeiten veranstalten. Okay, das ist natürlich sehr süß. Ich habe jetzt eher an eine WG-Party gedacht, aber Felicity würde lieber eine Familienparty schmeißen. Das finde ich natürlich auch sehr schön. Also dieses Bucketlist-Thema für alle, die das nicht mitbekommen haben. Es gibt ein neues Pack, das heißt Leben und Tod von Sims 4 und da kommt eben so eine Bucketlist mit. Und ihr seht, da gibt es verschiedene Stufen. Man kann die also erreichen. Und wenn wir die einzelnen Stufen erreicht haben, dann sind es so kleine Erfolge. Und das schauen wir uns jetzt aber einfach im Laufe des Let's Plays mal zusammen an. Okay, die Pflicht ruft. Die Welt ist ein riesiger Sumpf des Verbrechens. Ja, wir kommen mit auf Arbeit mit Felicity. Trainingstag 2. Trainiere härter. Du musst noch einiges lernen, bevor du deinen ersten Fall übernehmen kannst. Zuerst musst du dich unter die Leute mischen, etwas für deinen Ruf als freundliche Beschützer oder strenge Autoritätsperson tun. Anschließend solltest du versuchen, einen Verdächtigen zu finden und dingfest zu machen. Okay, wir sind also noch in der Trainingsphase. Auf Patrouille gehen. Das müssen wir machen. Das machen wir jetzt als erstes. Geht das, wenn ich auf dich draufklicke? Nein, aber müssen wir dann an Bord machen? Bord, wo bist du? Ja, nee, nicht Fallakte anlegen. Oder muss man erst eine Fallakte anlegen? Wie geht man wieder auf Patrouille? Verbrecherkarte, ja, dann gehen wir erstmal eine Fallakte anlegen. Warte mal, hat Felicity jetzt schon wieder Hinweise gefunden? Ach, warte mal, das ist jetzt wahrscheinlich, weil wir immer noch in der Trainingsphase sind. Felicity hat herausgefunden, dass die Verdachtsperson ein langärmliches Oberteil trägt, ein Teenager ist, Jeans trägt und weiblich. Okay, ein weiblicher Teenager mit Jeans und einem langärmlichen Oberteil. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Automatisches Altern gespielter Sim, automatisches Altern ungespielter Sim ist aus. Okay, perfekt. Damit nämlich die Sims so bleiben, wie sie sind und da nicht wilde Sachen passieren, ist immer ganz wichtig, das zu kontrollieren, was die Sims da tun, ne? So, sie hat die Fallakte angelegt, danach kann sie... Oh, ich habe schon direkt gedrückt und es ist instant passiert. Naja, also wir gehen jetzt auf Patrouille, gell? Ist ein Polizist auf Patrouille, kann er die Gemeinschaft kennenlernen und Unruhestifter im Zaum halten. Sprich mit Bewohnern, um einen freundlichen oder miesen Eindruck zu hinterlassen. Erwischst du jemanden bei einer Prügelei oder bei Randalieren, sprichst du eine Vorladung gegen den Übeltäter aus. Genau. Und die Bürgermeisterin hat nämlich randaliert. Die haben wir gleich verhaftet. Und davor haben, oder danach, haben wir noch eine Verbrecherin festgenommen, von der wir dachten, dass sie eine Brandstiftung begangen hat. Ja, das war richtig spannend gewesen. Mal sehen, was wir heute tun. Ein langärmliche Teen... Wir beobachten die jetzt erstmal hier. Die sind nämlich stinkig. Sind wir mal nett zu den Leuten? Mit Zivilisten plaudern? Turmerangisch vorstellen? Sind wir hier in Turmerang oder was? Hi, Miss. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Oh, okay. Nein? Okay. So, wir setzen uns jetzt einfach mal... Nee, wir laufen jetzt mal dahin und machen Patrouillendinge. Hey, kack mich nicht an. Sie böse Frau. Gehen Sie weg.
Oha, die war richtig böse zu Felicity. Wir beobachten die Frau, die ist nämlich auf Krawall aus. Immer schön alle Menschen hier im Blick behalten. Felicity geht einen Joghurt essen, beziehungsweise Obstsalat. Macht es mal, lass sie es schmecken. Ah, wir sehen in Ciudad Enamorada. Der schöne See hat's verraten. Ja, guck mal, hier ist Schmiererei. Das kannst du mal aufräumen, Mausi. Denn auch das tun Beamten immer schön Recht und Ordnung, ne? Ja, hier ist aber nichts los, gell? Ist langweilig. Du kannst hier mal... Kannst du hier nicht buddeln? Warum? Entschuldigt mal, Leute, das ist doch was zum Buddeln. Na gut. Wird hier geschlagen? Nein. Ja, ist alles sehr friedlich hier, gell? Da laufen stinkig wütende Menschen rum. Das ist gut. Wow, 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 wow. Moment mal. Pause drücken. Was ist hier passiert? Ich habe es ganz genau... Oh mein Gott, wer von euch war es denn? Hallo. Oh. Silvian Silvano. Wir laden jetzt erstmal den hier vor. Wobei es schon aufregend wäre, wenn wir den... Kann ich dem Star eine Vorladung aussprechen? Oh, Leute, das kommt in jedem Let's Play. Da geht es drum, auch wieder um das neue Pack. Das ist ein Geist und sie hat ihr Testament nicht geschrieben und empfiehlt jetzt, dass Felicity ein Testament anlegt, damit, falls sie stirbt, dass das halt geklärt ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt auf geschenktes Geld her damit klicken, kriegen wir 4000 Simoleons, könnten wir natürlich gut gebrauchen. Allerdings ist Felicity Polizistin und sie ist natürlich vorsichtig und es hört sich alles nicht ganz so legit an. Deswegen wird sie sagen, nein, danke, das klingt total zwielichtig, weil alles andere wäre jetzt komisch. Und jetzt gucken wir mal, ob wir Sylvan auch verhaften könnten in der Theorie. Nein. Wahrscheinlich, weil er angefangen hat hier. Andres hat einen Star verprügelt. Felicity, kommst du jetzt auch? Achso. Guten Tag, hallo. Was ist denn hier los? Ich hab das jetzt genau beobachtet, dass hier gerade ein Kampf stattgefunden hat. Ich bin Polizistin, das darf nicht sein. Das ist nicht rechtens, sich hier zu verprügeln. Sie kriegen jetzt eine Vorladung. Ja, da brauchen Sie mich auch gar nicht so böse behandeln. Das ist wichtig. Sir, geht's Ihnen gut? Natürlich geht's mir gut. Oh, okay, gut, nein. Wissen Sie, warum... Was wollen Sie denn überhaupt von mir? Nichts. Ich habe Ihnen das Leben beschützt. Ich bin also jetzt hierhin, damit Sie nicht verprügelt werden. Ich hatte das im Griff. Oder sehe ich so aus, als könnte ich mich nicht selbst verteidigen? Oh, doch! Nein, doch, doch, doch. Nein, Sie hatten das total im Griff. Ich habe das genau gesehen. Ich dachte nur, vielleicht könnte es helfen, wenn wir zusammen, wenn ich Ihnen... Weil ich bin ja Polizistin. Das ist ja mein... Sie sind Auszubildende bei der Polizei, so wie das. Also, Sie haben ja nicht mal einen Stern. Ja, aber das ist natürlich was... Ja, und außerdem sind Sie eine Lady. Und zwar, naja, eine hübsche Lady, aber als ob Sie irgendwas von mir fernhalten könnten. Nee, ich hab zu tun. Bringen Sie den Typen weg und gut ist. Ah, okay. Ja. Warum sind die Menschen so assi, sag mal? Was soll denn das? Ich habe ihm gerade sein Leben gerettet. Nächstes Mal lasse ich ihn halt verprügeln. Mein Gott, nein, das kann ich nicht machen. Ich bin immerhin Gesetzeshüterin. Wisst ihr, an wen mich Felicity erinnert? An diesen Film, Zoomania. An diesen Rabbit. Wisst ihr? Dieser kleine Hase. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Zoomania geguckt habt. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn ja. Und ich finde, Felicity ist so ein richtiger kleiner Hase, der einfach in der großen Welt jetzt ist und alles richtig machen will und ihren Job gut machen will. Und irgendwie gerät sie ständig an solche Typen oder an die Bürgermeisterin, die ihr sagen wollen, wie ihr Job zu funktionieren hat. Das finde ich super lustig. Aber Felicity lässt sich so schnell nicht unterkriegen. Okay, jetzt aber erstmal zurück auf die Wache. Ich muss schauen, ob noch was Neues für mich dabei ist. Und vielleicht haben meine Kollegen endlich mal einen richtigen Auftrag für mich. Felicity. Träum weiter. Du musst erstmal lernen. Du hast genügend Hinweise gesammelt, um eine Fahndung einzuleiten. Du besitzt derzeit eine grobe Beschreibung der Verdachtsperson, aber je mehr Hinweise du findest und untersuchst, desto genauer wird die Beschreibung. Je detaillierter die Beschreibung, desto unwahrscheinlicher ist es, den Unschuldigen zu verhaften oder einen Unschuldigen zu verhaften, der ein paar Ähnlichkeiten auf den Übeltäter aufweist. Okay? Fahndung einleiten. Let's go. Ey, wieso werden wir eigentlich nicht befördert? Wir sind gar nicht konzentriert. Felicity! Du musst dich mal konzentrieren. Okay, Fahndung einleiten. Machen wir jetzt hier. In der Gegend wurde ein Verdächtiger gefunden, auf den die Fahndungsbeschreibung zutrifft. Okay, das hatten wir letztes Mal schon. Wir sollen jetzt, was ist denn das für ein geiles Grundstück hier? OMG, das ist so geil. Waren wir dann letztes Mal nicht auch? Ich glaube, wir waren hier letztes Mal auch schon, kann das sein? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. So, wir brauchen eine Teenagerin. Oh, warte mal, wir haben doch... Das ist so cool. Ich weiß, ich habe es im letzten Part schon mal gesagt, aber es ist wie... Wer ist es? Dieses Game. Es ist doch großartig. Also, ein langärmliches Shirt. Teenager, Jeans und weiblich. Eine weibliche Teenagerin mit einem langärmlichen Shirt. Teenager. Ist eine Erwachsene. Und mit einer Jeans. Ja, ich würde sagen, wir befragen jetzt erstmal. Wir befragen diese Person hier.
Es ist eine Jeans, oder? Nach Verdachtsperson fragen. War das jetzt weiblich? Also war die Verdachtsperson weiblich? Ja, ja, wollte gerade sagen, weil das ist Paco. Wo, Paco? Ich habe dort drüben so jemanden gesehen. Ja, aber das ist nicht korrekt. Oh mein Gott, ich bin einfach davon ausgegangen, dass das keine Teenagerin ist, weil sie so erwachsen aussah und so... Naja, irgendwie die Haare, sie wirkt total alt. Tut mir leid, ich wollte sie nicht dissen. Wie gemein von mir. Hallo, guten Tag, mein Name ist Felicity, ich bin von der Polizeibehörde und ich habe jetzt wichtige Fragen, weil wir suchen jemanden, für meine Kollegen und so und ist er das nicht da drüben? Moment mal, ich habe nichts getan, verhaften Sie mich nicht. Naja, also ich bin mir ziemlicher Sicherheit, dass meine Verdachtsperson weiblich ist. Aber das ist kein langärmliches Shirt. Oh mein Gott, die verwirren mich voll. Leute, wartet mal. Also, nochmal die Notizen. Langärmliches Shirt, da ist sie eigentlich schon raus. Ein Teenager, Jeans, weiblich. Das ist sehr, sehr schwierig hier gerade. Wir dürfen nicht, es kann natürlich auch sein, dass wir bewusst die falsche Person jetzt verhaften müssen, ne, um das auch mal zu spielen, was dann passiert. Wir gucken mal, was sie tuscheln. Ha, was sagt sie denn? Wir fragen sie mal nach der Verdachtsperson. Das haben wir noch nicht gemacht. Jetzt, wo sie es sagen, habe ich da drüben so jemand gesehen. Aber Paco ist doch ein Er. Ich kann jetzt nicht Paco verhaften, Leute. Aber ich muss jemanden verhaften. Oh je, Paco, es tut mir leid. Es tut mir richtig leid. Ja, also, ich würde Sie bitten, also mit mir mal auf die Wache zu kommen, damit wir alles weitere besprechen können. Ich habe nichts getan. Ja, das ist vielleicht so, aber wir müssen wirklich gucken, ob das stimmt, weil, also, wir haben ja auch Fingerabdrücke und so, das können wir dann abgleichen und dann können wir rausfinden, ob das wirklich ein Missverständnis war. Aber ich habe wirklich nichts getan, ich bin ein unschuldiger Bürger, ich würde nie... Ja, also das sagen immer alle Verbrecher. Das ist ja genau das Problem. Man würde immer denken, dass sie es nicht waren, aber dann waren sie es. Und wir müssen da schon konsequent sein, wissen Sie? Aber Sie können mich doch nicht einfach verhaften. Ja, eigentlich schon. Also eigentlich kann ich schon, weil ich bin ja eine Polizistin. Na? Also ich habe auch Handschellen. Gucken Sie. Jetzt anziehen die Handschellen bitte. Oh weia, Leute, das war bestimmt falsch gewesen. Upsi, Daisy. Du hast jetzt alles über die Arbeit auf der Straße erfahren, aber auch auf der Wache gibt es eine Menge zu tun. Schreibe Verbrecher an der Erfassungsstation, genau, das ist jetzt alles, was wir jetzt hier machen können. Das werden wir jetzt tun. Also, wir gehen jetzt mal erstmal an die Erfassungsstation hier. Und da sagen wir Strafanzeige eines Bürgers auf den Verbrecher an... Nee, Moment. Doch, durchsuchen. Paco, kommen Sie. Wir müssen das jetzt klären. Ich glaube, es ist gar nicht möglich, alles immer zu schaffen. Oh, Felicity, du machst einen guten Job, Girl. Okay, ich untersuche sie jetzt. Oh, da ist ein Hammer in ihrer Tasche, Paco. Ein Hammer? Ja, den habe ich immer dabei, weil man weiß ja nie, wofür man den gebrauchen kann. Okay. Ja, jetzt machen wir Polizeifotos. Also bitte einmal gut hinstellen und, naja, dieses Schild hochhalten. Ich habe da schon den Namen... Oh, Moment, ich habe das C vertauscht. Moment, jetzt. Genau, jetzt bitte einmal da so hinstellen und dann machen wir ein Foto, ja? Muss ich lächeln? Nein, einfach neutral gucken. Oh. Die Daniela wurde befördert. Ja, sie ist jetzt Beschafferin von Informationen, verdient 2 Simoleons mehr die Stunde, hätte man sich auch sparen können, ne? Naja, gut, Gehaltserhöhung ist immer gut. 19 Simoleons die Stunde, wir haben einen Bonus erhalten, einen Drehstuhl und der Computerspion kann am Computer Spionage betreiben. Okay, das heißt, wir müssen ihr diesen Drehstuhl platzieren. Okay, mit Kollegen über Fall diskutieren und eine Strafanzeige von einem Bürger aufnehmen. Bist du ein Bürger? Kann ich deine Strafanzeige aufnehmen? Du siehst mir nett aus. Naja. Was haben wir denn hier mit einem Kollegen über den Fall diskutieren? Ah ja, hier ist Stefan. Oh Leute, ich habe immer noch vergessen, ihm CC zu geben. Naja. Super. Stefan, ich bin wieder da. Ich war mir nicht sicher, ob ich den richtigen Menschen ich bin ganz schön geschafft. Och, Felicity, wie wär's, wenn du eine Runde aufs Laufband gehst, um dich ein bisschen auszupowern? Ja, aber ich muss doch den Fall abschließen. Komm. Das ist ein Arbeitsbefehl. Hoch mit dir aufs Laufband. Power dich ein bisschen aus. Es ist auch wichtig, dass du Sport machst. Ach so. Okay, ja, geh ich machen. So, Felicity, geh mal eine Runde dich auspowern. Du bist zwar müde, ich weiß, weil das ist ein harter Tag, aber eine Stunde jetzt noch auspowern ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Es ist halt die Frage, ob wir dieses Heldenhaft mal rausnehmen bei ihr, weil das zu viel Moodlet bringt. Also ich finde diese Bestreben, die ich drin habe, diese neuen Moodlets schon cool. Also was meint, die Merkmale, die ich im Spiel habe, ich habe ja so 100 mehr Merkmale. Das ist schon wirklich ganz cool, aber dadurch kriegen die halt so immer so ganz starke Moodlets hier durch die Merkmale. Das ist mir manchmal auch zu viel. Boah, wir haben jetzt
1200 Simoleons, voll gut. Daniela, ich bin zu Hause. Und wie war's? Wurdest du befördert? Erzähl mir alles. Oh mein Gott, ja, ich wurde befördert. Ich bin so happy. Mann, Felicity, ich hab's geschafft. Wie cool, Daniela, wie cool. Du, ich wünsche dir Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Ich hau mich ganz kurz hin. Oh, wir können dir eine bessere Matratze geben. Geil. Ich habe eine Mod im Spiel von Little Miss Sam, die heißt Better Mattress. Matratze auf Englisch. Und dann schlafen sie nämlich viel schneller und das ist so viel angenehmer. Ja, es ist natürlich ein bisschen Cheat, aber ich kann euch das wirklich ich kann nicht mehr ohne. Und wir essen kurz, genau. Danach, du legst dich auch nochmal ein ganz kleines Minütchen hin und dann gehen wir nämlich zu den neuen Nachbarn mal klingeln. Hast du noch irgendwas, was wir verkaufen können? Wieso hast denn du Samen? Ambrosia-Newsletter brauchen wir gerade nicht. Boah, wobei... Nee, das macht hier keinen Sinn. Da kriegen wir nämlich auch Geld von... Hausaufgaben verkaufen wir. Ich lasse sie jetzt beide mal ganz kurz einen Moment schlafen. Lichterfest? Oh, da würde ich ja gerne hingehen. Steht mal auf, ihr Mäuse. Ich ziehe euch mal euer Party-Outfit an und dann klingeln wir jetzt erstmal bei den neuen Nachbarn, würde ich sagen. Wie geht das denn? Ach so, Party-Outfit. Grundstück, Sims, NPC, lala, Garderobe. Alle Outfits wechseln. Party? Ausgehen. Ja. Okay, dann klopf du mal. Nein, klopf du doch. Ich will nicht klopfen. Oh, ich klopf. Was ist, wenn sie nicht zu Hause sind? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich sie noch nie getroffen habe. Einbrechen. Mieteinheit besuchen. Mit Felicity. Wir brechen nicht ins Nachbarszimmer ein, Leute. Hallo, Entschuldigung. Verbrecher. Komm rein mit euch, Mäuse. Ja, was gibt's? Oh, hi, ich bin Felicity. Ich bin die Nachbarin. Und das ist Daniela. Daniela, wir sind die Nachbarn. Ja, und? Wir wollten uns mal vorstellen, weil man das, glaube ich, so macht, wenn man irgendwo einzieht. Ihr wohnt doch schon ewig hier. Nein, erst seit letzter Woche. Ah, okay, dann habe ich euch mit den Vormietern verwechselt. Ist ja auch egal. Was wollt ihr denn jetzt? Wir wollten mal Hallo sagen. Ja, okay, ciao. Habt ihr jetzt gemacht? Okay, also, ich bin Felicity und das ist Daniela. Ja, und? Wohnst du alleine da oder hast du noch Mitbewohner? Ich hab noch Mitbewohner. Dürfen wir mal reinkommen? Wir würden euch super gerne kennenlernen. Wenn's sein muss, kommt halt rein. Ich bin auf dem Sprung. Ich will gerade auf eine Party, wie man wohl sehen kann an meinem Outfit. Ja, okay, dann... Ja, hallo, wer ist da? Oh, hi, wer seid ihr denn? Hi, ich bin Felicity. Okay, und wer ist das? Das ist Daniela. Ich bin Daniela, hi. Oh, ich heiße Dantalia. Schön, euch kennenzulernen. Und zwar sind das drei Sims, die hier wohnen, meine Lieben, von einer Challenge, die wir gemacht haben, von einer Challenge Barbie im Bann der Dunkelheit. Dieses Let's Play spielen wir auf meinem Twitch-Kanal, beziehungsweise auf dem YouTube-Kanal Insandra Streams. Und das sind drei Kandidaten, die es leider nicht in die Barbie-Challenge geschafft haben, aber dafür hier in den Haushalt. Und das ist ziemlich cool. Die sind alle ein bisschen anders. Ja, wobei, Daniela scheint sich mit ihr ja ein bisschen zu verstehen, ne? Wir lernen sie mal kennen. Kate, bist du wieder gemein zu den neuen Nachbarn? Nein, ich bin nicht gemein zu den Nachbarn. Wieso sollte ich? Weil du gerne mal ein bisschen gemein bist zu anderen. Lasst euch von ihr nicht verunsichern. Wir sind eigentlich eine coole WG. Nur, naja, sind nicht alle so cool wie ich. Kommt doch rein, setzt euch. Okay, ja, danke. Ja, danke, cool. Und wohnt ihr jetzt zu zweit oder zu dritt hier? Eigentlich zu dritt, aber keine Ahnung, wo die andere ist. Wahrscheinlich wieder an ihrem PC oben. Anja, komm runter. Anja, wir haben Besuch. Anja kommt sicher gleich. Ja, also... Und sonst so? Was hat euch hierher verschlagen? Naja, ich arbeite als Polizistin und Daniela ist Geheimagentin. Was? Ja. Oh mein Gott, Gesetzeshüter im Haus. Oh, wer ihr kommt irgendwie an wegen zu lauter Musik oder so? Das geht gar nicht. Nein, würde ich nie. Also, ich nehme meinen Job sehr ernst, aber nein, niemals. Ich würde doch nicht euren... Also, hi, was geht? Anja, schau mal, wir haben neue Nachbarn. Oh, ich habe euch schon gesehen durch den Türspion. Hast du uns belauscht? Nein, ich habe nur mal durch den Türspion geguckt, als ihr eingezogen seid. Also, was geht? Ja, also ich bin Felicity und das ist meine Cousine Daniela und wir wohnen jetzt hier zusammen gegenüber von euch. Wir sind also Nachbarn, ist das nicht großartig? Ja, cool, schön, dass ihr jetzt hier wohnt, nice. Ja, und wer, also du bist Anja. Yep. Ja, cooler Name, Anja. Sag mal, wie ist das eigentlich? Wo kann man hier gut feiern gehen in der Stadt? Wir kennen uns noch nicht so gut aus. Wir waren zwar mal in der Bar unten, aber keine Ahnung, ob das der coole Spot ist, um Party zu machen. Party machen? Ja, da solltet ihr lieber Kate fragen. Die weiß genau Bescheid. Die macht immer Party. Überall und ständig. Ja, sie hatte ein ziemlich cooles Outfit an. Party-Outfit. Ja, sie macht immer Party, wie gesagt. Das ist genau ihr Ding und...
Naja, okay, wir lernen jetzt einfach mal so ein bisschen die Nachbarn kennen. Wie süß, ey. Oh, Daniela ist liebesscheu. Daniela ist es sehr wichtig, liebesscheu zu sein und sie verbringt mehr Zeit damit, sich um sich selbst zu kümmern, ja, wenn das so ist, ne? Wir haben aktuell ja keine Challenge-Regeln in dem Sinn, aber ich gucke jetzt einfach mal, ob wir vielleicht demnächst mal welche aufstellen oder ob wir einfach vor uns hinspielen. Ich finde deinen Look total cool. Achso, mit einem Satz aufgestanden gegangen. Ja, und wir finden eure Wohnung echt toll. Mega coole Wohnung habt ihr hier. Und sag mal, was machst du so? Sind es noch Teenager? Oh, die muss ich alle mal altern, meine Lieben. Ich habe nicht drauf geachtet, dass es noch Teenager sind. Das sind jetzt auch junge Erwachsene. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Nee, weil ich das... Wir hatten für die Challenge nämlich Teenager gebraucht und jetzt aber nicht mehr. Oh mein Gott, hier oben wird geredet. Was soll das? Wieso bist du nett zu denen? Was? Ich bin doch nicht nett zu denen. Du hast sie reingelassen ins Haus, Mann. Naja, wir können sie doch nicht draußen stehen lassen. Natürlich können wir das. Kate, sei doch nicht immer so. Wie bin ich denn? Ich bin doch nur vorsichtig. Wir sollten nicht jeden einfach in unsere Wohnung lassen. So, Happy Birthday, ihr zwei Süßmäuse. Wir lernen sie noch mal ein bisschen kennen. Darf ich mal euer Klo benutzen? Ich muss super, super dringend aufs Klo. Ist das okay? Ja, Daniela, oder? Ja, genau. Ja, geh nur aufs Klo. Okay, bis gleich. Kann sie hier schnüffeln? Kann sie nicht, ne? Hier gibt's nichts zum Schnüffeln. Verdammt. Sie schnüffelt doch so gerne. Sie kann hier schnüffeln. Oh, nicht Simba arbeiten, sondern schnüffeln gehen. Geh mal schnell hoch, Daniela, und schnüffel hier. Lass dich nur nicht erwischen, ey. Geh dann schnell wieder runter. Okay, wir haben ein Geheimnis über Anja erfahren. Okay, Felicity, wir müssen jetzt rübergehen. Jetzt schon? Ja, komm jetzt. Ich bin so müde. Oh, morgen früh wieder früh raus. Danke euch. Das war sehr nett bei euch. Bis ganz bald. Aber, ja, tschüss. Ja, tschüss, tschüss. Warum bist du denn so fluchtartig aus der Wohnung raus, Daniela? Ich war noch mitten im Plausch. Oh mein Gott, ich habe geschnüffelt. Hast du nicht? Bei den neuen Nachbarn? Ja, natürlich. Oh mein Gott, das darfst du nicht. Leute, sie hat das gemacht. Wieso steht das hier 0 von 10? Excusen Sie mich mal. Was hast du rausgefunden? Ach, und jetzt willst du es wissen, oder was? Ja, natürlich will ich es wissen. Erzähl. Ich habe so einen Tagebucheintrag gefunden bei Anja im Zimmer. Ich glaube, es war Anjas Zimmer. Pass auf, hier stand... Weißt du was, ich habe so die Nase voll davon, dass alle ständig von Willow Creek reden. Dieses ständige Willow Creek dies, Willow Creek das. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Ich hasse Willow Creek. Ich habe viel zu viel Zeit dort verbracht. Und für mich ist jede Minute zu lang. Die ganzen Weiden, der Bach, du kennst dieses, das Gras ist auf der anderen Seite immer Grünspruch? Was, wenn das Gras in Willow Creek einfach zu grün ist? Hast du mal darüber nachgedacht? Das war irgendwie so ein Zettel, keine Ahnung, ob es ein Tagebucheintrag war, was weiß denn ich? Aber ich glaube, sie hat so viel Wut in sich, die ist richtig krass. Boah, das können wir doch nicht einfach machen, Daniela. Nein, wieso denn nicht, Mann? Ich will ja auch mal was rausfinden und das ist mein Job. Das ist nicht dein Job. Doch, natürlich ist das mein Job. Ich bin Agentin. Oh Gott, Daniela, ey. Aber du passt nächstes Mal ein bisschen besser auf. Wieso? Ist doch nichts passiert. Hat doch keiner rausgefunden. Ja, gerade so nicht. Aber stell dir mal vor, sie hätten uns erwischt oder so. Ach Quatsch, du machst dir viel zu viel Sorgen. Oh Mann, Daniela, ey. Oh Leute, Daniela, ey. Ne? Okay, naja, gut. Was willst du denn machen? Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht da verhaftet werden und so. Aber ich würde sagen, ihr geht jetzt mal schlafen, ihr zwei Mäuse, weil es ist schon super duper duper spät. Muss Daniela eigentlich was mit der Arbeit machen? Oh mein Gott, Daten durchsuchen. Oh, Level 2 der Logikfähigkeit. Oh. Leg dich mal schlafen. Aber du hast jetzt erst in 2 Tagen wieder. Oh, wir haben Wochenende. Geil. Hat Daniela auch Wochenende? Nein. Also umgedreht, Felicity hat auch kein Wochenende. Gut, dann lasse ich die beiden mal schlafen und guck mal im Baumodus, ob wir es uns leisten können, eventuell einen Schachtisch zu platzieren. Wie gut, dass ich Schachtisch gesagt habe und nicht Computer. Ich sage nämlich immer Schachcomputer. Guck mal, wir haben ja einen Stuhl bekommen, oder? Der ist 805 Simoleons wert. Oha. Woher kommen diese Dinger? Naja, ist mir eigentlich egal, ne? Guck mal, hier haben wir ein Highschool-Diplom. Und noch eins. Okay, das haben wir auch mal platziert. Dann mache ich mal einen Schachtisch da irgendwo hin. Ist nur die Frage, wohin, weil eigentlich immer gar kein Platz, ne? So, das ist der günstigste. 450 Simoleons, ja, schon teuer. In den Flur vielleicht, aber das geht auch nicht. In dieses Zimmer. Das hat halt kein Fenster, das Zimmer. Das ist ganz schön tragisch, ne? Ich meine, gut, wir können auch erstmal... Nee, wir haben auch einfach keinen Platz. Ja, wobei, wir können auch erstmal sagen, wir machen halt nur einen Tisch, ne? Also, dass man halt nur, dass nur eine erstmal das machen kann, bis wir halt mehr Geld verdient haben bei der Arbeit. So, legt euch mal beide ins Bett. Sie möchte freundlich sein, okay. So, dann Talia. Schlaft schön, ihr zwei. Träumt süß. Okay, aber während die beiden schlafen, würde ich die Folge
mal beenden und wir werden nächste Folge hier weitermachen und zwar mit der Karriere von Daniela. Ich schaue mir jetzt nochmal die Mod an, die es da gibt und, ach warte mal, ich wollte Felicity noch, nee, ich gebe Daniela noch schnell ein paar Bucketlist-Punkte, wartet mal, das machen wir auf jeden Fall noch. Sie soll mal einfach irgendwelche Ziele aufschreiben. Ich weiß, die entwickeln sich wohl auch von selbst mit der Zeit, aber so 2-3 Ziele fände ich schon schön, wenn beide haben. Ich möchte die Zukunft meines Vermögens schützen, Testament schreiben, okay. Was noch? Ich sollte wieder Kontakt zu meiner Familie aufnehmen, bevor es zu spät ist. Okay, du bist mit deiner Familie total dicke Mausi, also da mache ich mir jetzt nicht so viel Gedanken. Aber lass uns hier auch mal bei dir nochmal ein Ziel aufschreiben, dass beide praktisch 2 Ziele haben. Ich werde den Gipfel der Gaming-Performance erreichen. Level 10 der Videospielfähigkeit. Girl, sag mal, wann willst du das machen? Du hast gar keine Zeit für Videospiele. Ich meine ja nur. Wir können die Ziele auch immer nochmal verwerfen, aber ich finde es eigentlich ganz cool, jetzt mal so grob was zu haben. Wenn wir jetzt das Gefühl haben, das werden wir definitiv nicht machen, dann können wir es auf jeden Fall auch nochmal abbrechen. Aber ich finde es richtig cool mit der Bucketlist. Da können wir dran arbeiten. Ich finde es auch cool, dass wir jetzt wieder einen Karrieretag mit Felicity gespielt haben. Ich glaube, dass wenn sie jetzt in Zukunft wieder mehr auf Arbeit geht, dass sie dann auch bald vielleicht, naja, ich sag mal, nicht mehr diese Trainingsfälle macht, sondern mal richtige Verbrecherjagd. Und ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt richtig war, wen wir da verhaftet haben. Aber es scheint ja jetzt sich niemand beschwert zu haben. Vielleicht auch, weil es ein Training war, aber keine Ahnung. Das werden wir auf jeden Fall auch noch probieren. Und dann freue ich mich einfach total auf die nächste Folge. Mir super gerne eure Ideen in die Kommentare schreiben, was wir in der nächsten Folge machen wollen. Sollen wir vielleicht mal mit diesen neuen 3 Mädels, die wir gerade kennengelernt haben, wirklich eine Party machen? Oder sollen wir mal ausgehen? Sollen wir mit den beiden einen freien Tag nutzen? Gut, die haben jetzt gerade überschneidende freie Tage, also nie zusammen. Aber ich will das Let's Play relativ dynamisch gestalten und auch viel unternehmen und viel erleben. Deswegen schreibt mir gerne auch Ideen rein, was wir machen könnten. Ob wir vielleicht mal beide einen Tag Urlaub nehmen und mal was erleben zusammen. Also, dass wir mal reisen oder so. Da bin ich jetzt einfach mal. Ja, freue ich mich auf eure Kommentare und bin gespannt, was ihr schreibt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, meine Lieben. Auf Wiedersehen und tschüssli.